Hallo Leute, darf ich vorstellen, dieser schießwütige Irre ist Pettila88 und meine Wenigkeit ist Fly Winchester. Herzlich willkommen zu einer weiteren Crossing Co-op Folge von Remnant. Yeah, ihr habt richtig gehört, Crossing Co-op, es ist mal wieder soweit. Und wir dachten uns, bei diesem Boss, bietet es sich mal wieder an. Denn der hat echt Laune gemacht und ihr werdet sehen, ich werde nachher auch nichts dazu sagen, sondern genießt einfach den Fight. Es lohnt sich, ganz gewiss. Aber jetzt erstmal müssen wir uns den Weg dorthin freischießen. Falls ihr den Weg nicht mitverfolgen wollt, wie wir da hingekommen sind, Crossing Co-op beginnt ab 18 Minuten und 30 Sekunden. Könnt ihr gerne vorspulen. Oder ihr seht euch das gesamte Berg an. Denn auch der Weg dorthin, ja, der bietet einige Hürden. Und wir müssen uns durchkämpfen, den Weg freischießen. Und ich lasse Pettila88, wie ihr seht, gerade mal den Vortritt. Der schießwütige Irre, der macht so einiges platt. Okay, dann wollen wir mal. Muss nachladen. Ja, wir sind hier im Land der Raketenwürmer. Das sind die Tremors. In klein. Aber sie buddeln sich genauso durch den Sumpf. Diese Mistviecher. Die müssen alle weg. Ausradiert werden aus dieser Welt. Wo auch immer wir gerade sind. Ich nenne sie mal die Sumpfwelt. So, weiter geht's. Oha, was sind das da hinten? Denn kleiner Haspler mit Tetitatatututa, wollte ich sagen. Was sind das denn für Madenköpfe? Fort. Ja, der Kopf muss weg, bevor er sich wieder auf so ein neues Elend setzt. Das wäre fatal. Boah, meine Energie. Habe ich gar nicht gecheckt. Leck mich am Arsch. Lecke mich an die Arsche. Okay. Ah, noch eine Blutwurz hinterhergezogen. Jawohl. Jetzt geht's wieder aufwärts mit der Energie. Sieht doch ganz gut aus. Noch. Ich bin verätzt. Ich glaube, wir sind beide verätzt, aber wir haben noch keinen Anti-Aids-Trank gefunden in dieser Welt. Wir sind gerade erst hier angekommen. Versteht ihr? Alles noch völlig neu für uns. Aber spielt keine Rolle. Pettila88 schießt uns den Weg frei. Na? Es ist ruhig. Zu ruhig. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Eieieiei. Aha, was wird hier produziert? Schnaps. Habt ihr auch einen Schluck für mich? Haltet mir den Rücken frei! Okay. Kommt er? Na. Pettila hat ihn schon niedergeschossen. Ich wollte mich jetzt zurückziehen, freies Gelände, um einen besseren Überblick über den Fight zu haben, aber Master 88 killt einfach alles, was ihm vor die Flinte kommt. Schmeckt dir das?
Oha. Jetzt geht's ab. Was? Der nuschelt da rechts von mir? Oha. Ein Brocken, ein sogenannter. Uiui. Uiui. Na? Na, na, na. Ah, auf die Knie. Oh, ein Tremor. Na, der Schädel ist ja schon offen. Mal ein paar Ladungen Schrot reinjagen. Aha. Liegen bleiben, sonst gibt's noch einen Pferdekuss. Da sind immer noch welche. So, erstmal gluck gluck. Na, komm her. Guter Schädel, guter Schädel. Schädel, ich hat's geregelt. Oha. Erstmal die Beine wegsensen. Oh. Ich komme gleich, gar nicht gesehen. Bin dabei. Ja, du kannst gehen. Hab keinen Platz. Na, auf was schießen die denn? Ja, wollen wir doch mal nachsehen, nicht? Ein Auge drauflaufen. Mhm. Schon besser. Jetzt bist du ein feiner Kerl. So, und schon kehrt wieder Ruhe ein. Ah, wirklich erholsam. Ja, ich befürchte nur, das wird nicht lange so bleiben. Nicht, nicht, nicht. Ah, Muni, Muni, Muni. Very nice. Und die Verätzung steht noch. Jawohl, so muss das sein. Das wäre ja sonst schließlich keine Herausforderung, nicht? Was ist denn hier los? Hier ist nichts los. Ich glaube, gleich bricht wieder die Hölle los. Wenn es so ruhig ist, dann bereiten die irgendwas Teuflisches vor. Safe. Nachgeladen ist alles, jawohl. Okay, vielleicht haben wir Glück und die Rechten sehen uns noch nicht. Dann können wir uns erst um die Linken hier kümmern. Ist nicht, Freundchen. Ist nicht. Hinsetzen jetzt. Wie schmeckt dir das? Hier ist doch irgendwas. Aufgeploppt, geplinkt. Ein Boss. Naja, kein Boss sein. Ein Brocken. Das war übel. Da ist der Brocken. Haltet mir den Rücken frei. Ein Buckhead. Hohohoho.
Habt ihr gesehen, wie es den gezwirbelt hat? Awesome. Awesome, man! Bin dabei! Du kannst gehen. So. Na, was ist da? Wieder eine heimliche Schnapsbrennerei. Ah ja, ja. Dass diese Viecher so viel saufen, hätte ich mir gar nicht vorstellen können. Nicht? Naja, jeder braucht einen Laster. Bei uns ist es der Zaster. Entschuldigung. So, weiter geht's. Ja, hier sieht alles gleich aus. Verdammte Irrgarten. Okay. Motherfucker, burn. Wer will als nächstes? Oh, ein Bucket. Oh fuck, Pat, ich hab's gesehen, ich eile. Ja, ich. Erstmal muss der hier weg. So. Eine Sekunde! Unterdrück den Schwarz. Irgendwo keucht und fleucht doch noch irgendwas hier. Oha, was ist denn da passiert? Ein Hinterhalt. Eine Sekunde! Unterdrück den Schmerz. So. Weiter geht's. Naja, jetzt dürfen wir doch dieses Gebiet allmählich aufgeräumt haben, oder? Okay. Ich glaub's selbst nicht. Okay, ich habe keine Orientierung. Ich habe mich so auf dem Kreis gedreht. Pat, ich folge einfach dir. Mal kurz schauen, was hier hinten so ist. Oh, ein Tramer. Nun ist er weg. Wo ist er nur? Ah, da ist er. Oha, ziemlich viel los hier gerade. Daneben den Flammenwerfer auspacken. Hallo. Oh, ein Bucket ist auch noch da. Okay, wo bist du? Wo bist du? Da bist du. Bin dabei. Du kannst gehen.
Scheiße. Da ist der Backe. Scheiße, alles verballert. Very nice. Okay, noch ein Schwärmer. Das war ein Sprung. Diese riesen Crammers. Was ist das denn? Ein Pilzkopf. Warst du früher ein Beetle? Naja. Versteht wahrscheinlich keiner. Lacht ja selbst drüber. So. Okay. Pet, ich komme! Nachladen. Bin dabei! Auf die Beine! Lade nach! Verdammt, ist das endlich vorbei? Ah ja, der eine knilcht da hinten noch. Wow! Okay. Das war nicht nur der eine. Leicht verschätzt. Okay, aber bevor wir jetzt noch drauf gehen, ab durchs Tor. Durch das Portal. Ins nächste Gebiet. Very nice. Tja, man darf es Pat nicht verdenken, er war gerade in diesem Abschnitt etwas abgelenkt, weil ja, seine Frau hat ihn ein bisschen geärgert mit ihren Füßen. Und deshalb ist das verständlich. Okay, aber jetzt ist er wieder voll bei der Sache. Und es geht los. Der Boss im Crossing Coop. Viel Spaß. Und ich werde mich jetzt auch zurückhalten und endlich mein Maul halten. Los geht's, dann wollen wir mal. Hol mir ihn uns! Aufgepasst! Thank you.
Ist es endlich vorbei? Jawollo, wir haben es geschafft, wir haben ihn besiegt. So sieht's aus, Leute. Und wir haben gar nicht mal wirklich viele Anläufe gebraucht. Ich glaube, das war der vierte Versuch. Das erste Mal ganz klar rausfinden, was er macht. Das zweite Mal in der zweiten und dritten Phase rausfinden, was er macht. Und beim vierten Mal haben wir ihn kalt gemacht. So sieht's aus. Das ist Teamwork. Petila 88. Best made ever. Und jetzt, für alle, die es interessiert, habe ich hier noch mein Loadout, das ich benutzt habe für diesen Boss. Und ansonsten sage ich schon mal, was willst du? Halt die Fresse, ich will überhaupt nichts von dir. Ich zeige dir mein Loadout. Ne? Mann, dass man immer unterbrochen wird von diesen NPCs. Ja, ein verdammter Jammer. Naja, hier seht ihr mein Loadout, das ich hier benutzt habe. Eigentlich relativ easy zu bekommen. Und die Ringe sind nicht mal ein Muss. Der eine für Munition, kann man auch was anderes für nehmen, muss man halt ein paar Mal öfter Munition nachfüllen. Und der Ring des Ausweichens 10% sind hilfreich, aber jetzt auch nicht die Welt, also kann man auch austauschen. Ja, und das Outfit, das kriegt man alles schon auf der Erde. Auch die MP, die ich da oben habe, das müsste, glaube ich, vom End, glaube ich, stammen, bin mir nicht mehr sicher. Und der Götze, den bekommt man vom Baum. Also von daher, alles ein easy Outfit. Dann, vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wir konnten euch gut unterhalten. Und hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut.